Gott sei Dank bin ich ein Geschick. Verdammt! Autsch! Das ist ja... Na, holla! Wer hätte das... Aber wo ist die andere? Klar. Socken? Zahnbürste? Es fehlt nur... Proviant? Proviant? Seitenschneid. Das steht nicht auf der Liste. Und zu Recht für diesen Schrott. Proviant? Zahnbürste? Socken? Es fehlt nur... Es fehlt... Ich habe noch nicht zu Ende. Socken? Check. Proviant? Check. Zahnbürste? Check. Seitenschneider, warum auch immer, check. Ich scheine alles zu haben. Er lässt sich nicht mehr schließen. Irgendwas muss ich wohl wieder auspacken. Aber was? So viel Platz. So viel Platz. Mit diesem Monster. Oh, ich. Was hatte der überhaupt? Jetzt passt es. Dann kann's ja losgehen. Autsch! Das gibt eine Zerrung. Hey Rufus, spar dir die Kraft. Für den unvermeidlichen Sturz in die Tiefe. Und du, Wenzel, spar dir den Sarkasmus für jemanden, der schlechter vorbereitet ist. Ich habe dieses Mal alles berechnet. Das wird ein Spaziergang. Das hast du das letzte Mal auch gesagt. Und wir haben Tage gebraucht, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Schrott von gestern. Dieses Mal wird alles klappen. Und wenn mir schließlich eine elysianische Orbit-Elfe den Nacken massiert, werde ich einen Augenblick innehalten und über dich lachen. Nur zu. Kann ich dann deine Sachen haben? Na klar, bedien dich. Als würde es auf diesem Müllhaufen auch nur irgendwas von Wert geben. Es wird wirklich Zeit, all das hinter mir zu lassen. Super. Ich hoffe, du hast daran gedacht, die Harpune zu kalibrieren. Mach ich noch, sobald ich die Sachen in der Kapsel verstaut habe. Na dann sieh zu. Du weißt doch, wie exakt der Organon seine Fahrpläne einhält. Das wird ein Spektakel. Ich muss erst noch den... Diesmal will ich besser... Kein Problem. Mist, der ist... So. Da ist kein Platz. So. Na, geht doch. Aber wie hell und wichtiger noch. Hier ist jetzt wohl über. Kein Problem. Mist.
Die ist schon heiß. Da muss nichts geschehen. Ich muss erst noch die... Diesmal will ich... Ha! Passt! Ha! Passt! So, der Fluchtapparat ist flott. Jetzt muss ich nur noch die Harpune kalibrieren. So, blöd, dass zwei Richtungen beim Steuerhebel blockiert sind. Aber wer braucht die schon? Hauptsache, das Fadenkreuz zeigt gleich auf die Bahnstrecke und ich bin weg. Ha, das wird ein Kinderspiel. Ich hab's. Nur noch die Lunte zünden und bam. So, das sollte es gewesen sein. Halte dich bereit, Wenzel. Ja, hallo, Rufus. Toni, musst du hier so rumschleichen? Das ist immer noch mein Haus. Du erinnerst dich? Es ist nicht mehr ganz so offensichtlich, seit jemand den Briefkasten gestohlen hat. Aber das bringt mich auf etwas. Ich soll dir diesen Brief geben. Ein Brief? Rufus, es wird langsam Zeit. Ja, und wie? Sorry, Toni, aber der Zug ist abgefahren. Sobald die Lunte brennt, bin ich für immer aus deinem Leben verschwunden. Schön wär's. Ich gehe fort. Für immer. Ich habe aufgehört, darauf zu hoffen. Jetzt wird's... Und Horrido! Ja, vielleicht sollte ich mal den Brief lesen. Sehr geehrter Herr... Wir freuen uns, Sie bla 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 bla. Kommt mal zum Punkt. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer Schrauben um ein paar... Hasebossenbabelschussen. Beiliegend finden Sie noch einen Gutschein für eine Schachtel Nüten. Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Mit freundlichen Grüßen. Moment mal. Schrauben? Was für ein Gewurstel. Hey, und da ist ja auch mein Koffer. Er muss sich in der Kette vertüdelt haben. Wie geplant. Ich lass ihn mal... Keine Chance. Um in die Ritzen zu kommen, bräuchte ich Finger wie Wenzel. Ein gut geöltes Getriebe. Der Arm pult die Nüsse aus dem Getriebe. Irgendeiner muss es ja machen. Hey, ganz solange er aktiv...
Au! Ich bräuchte... Hat hier irgendjemand zu... Damit krieg ich die... Ja. Hey! Ja, solange er... Da sind schon genug... Und das ist unfassbar. Das kann einfach nicht sein. Ich glaube, mir wird schwindelig. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Sie hätten in Ihrer Kabine bleiben sollen. Es war sehr dumm von Ihnen, sich den Anordnungen zu widersetzen. Was? Was geht hier vor, Amtmann? Wussten Sie etwa hiervon? Einen Moment. Sie wussten alle davon, nicht wahr? Ganz Orgamon steckt damit drin. Dachten Sie wirklich, Sie könnten das hier für sich behalten? Warten Sie, bis ich Cletus davon erzählt habe. Sie werden gar nichts erzählen. Sie werden hier schön brav warten, bis der Oberkontrollrat eingetroffen ist. Und dann? Ich bin Elysianerin, keine von seinen Schreibtischmarionetten. Wie will er mich zum Schweigen bringen? Warten Sie es doch ab. Ich will Ihnen doch nicht die Spannung verderben. Sabalot, eine echte Orbit-Elfe. Die wird mir ganz schön dankbar sein, wenn ich sie erst einmal aus den Klauen des finsteren Fiskus gerettet habe. Also los. Rufus to the rescue. Nehmt das! Nein, nicht! Ah. Was ist das? Ah. Ah. Oh, das war dann wohl der falsche Hebel. Du verdammter Idiot! Du wagst es allen Ernstes, dich in die Pläne des Organon einzumischen? Los, werft ihn über Bord! Ah, dazu müsstet ihr mich wohl erstmal schnappen, oder? Aber dafür bin ich eine Spur zu flink. Pfiu, pfiu, tschat, tschat, tschat. Erst bin ich hier, dann bin ich weg. Hier, weg. Pfiu. Oh, oh. Aua. Ich war so nah dran, aber nein. Kaum sehe ich eine schöne Frau in Not und schon bam. Ach, was soll ich machen? Ich bin einfach ein unverbesserlicher Gutmensch.